So, heute mache ich mal für unsere Solawi-Gemeinschaft ein Video. Und zwar geht es heute ums Blumenkohl-Fermentieren. Ich habe von der Bäuerin, also ich muss dazu sagen, ich bin Ernteteilerin, die direkt am Hof das Depot hat. Und manchmal bleibt eben Gemüse übrig oder ist vielleicht auch manchmal nicht so schön, dass sich die Bäuerin in die Erntekisten mitgeben traut. Und diesmal waren das zwei große, diese grünen Kisten. Also die Solawi-Mitglieder kennen die Kisten, die ich meine. Und die waren am Mittwoch eben über mit Blumenkohl und Brokkoli. Und der hat nicht so schön ausgeschaut. Ich hab das aufgenommen, wie ich das verarbeite. Aber der Anfang, der ist mir nicht so gelungen, also die Begrüßung, und deswegen habe ich das jetzt, nehme ich das einen Tag später nochmal auf, weil ich ein bisschen was dazu erklären wollte. Ja, also der Blumenkohl, der hat halt viele braune Stellen und hat auch ja Insekten drin, auch Läuse. Das hat halt auch mit der Trockenheit, mit der Sonne, mit der Trockenheit zu tun, weil es kaum regnet. Und wenn man öfter mal mit am Hof war und der Bäuerin zugehört hat, dann tut man immer was aufnehmen, was einem wirklich lehrreich ist, also wo man Zusammenhänge irgendwann so puzzleteilartig wieder zusammenfügen kann. Hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, öfter mal am Hof zu sein, um immer wieder mal so Bemerkungen zu hören und mein Gewissen und mein Bewusstsein damit zu schulen. Bewusstsein, was die Erde angeht. Bewusstsein, was Gemeinschaft angeht und was das Leben auf dieser Erde angeht. Und wie man da respektvoll und bewahrend damit umgeht. Also wie gesagt, durch diese Hitze und diese Sonne sind halt mehr Insekten, also vor allen Dingen Läuse da. Und eben weil einiges halt auch im Ungleichgewicht ist. Die Solawi, also Biolandwirtschaft, lebt ja nicht unter einer Glaskugel, sondern muss mit anderer Landwirtschaft, die halt vielleicht auch Pestizide einsetzen, leben. Und somit ist halt einfach auch der natürliche Kreislauf irgendwie im Ungleichgewicht. Und deswegen tut halt Solawi bzw. dieser Biolandhof sein Möglichstes, um das zu ändern, um wieder natürliche Kreisläufe herzustellen und zu bewahren. Und dazu gehört auch, dass man das, was Mutter Erde trotz dieser Hitze und dieser Trockenheit hervorbringen kann, ja natürlich haben die Landwirte auch bewässert, musste auch sein, ging ja jetzt nicht anders, aber man kann ja nicht einfach den ganzen Blumenkohl, nur weil er nicht so weiß und schön aussieht wie am auf dem Markt, also wenn man in den Supermarkt geht, den kann man nicht einfach so wegschmeißen. Man könnte dann den Schweinen zum Fütter geben, aber dafür war er einfach noch zu schön. Und deswegen kann man das einlagern. Also man kann das putzen, sauber machen, bleibt auch noch einiges übrig, kann ich jetzt sagen. Aus zwei großen Kisten sind ungefähr, ich glaube, das sind 10 Liter Eimer. 15 Liter Eimer, das weiß ich nicht, zwei Stück davon, also zwei Depots kriegen ganz sicher fermentiertes Gemüse dann demnächst davon. Und zwar wollte ich eben in diesem Video zeige ich euch, wie man fermentieren kann. Und das ist eine uralte Möglichkeit, Gemüse haltbar zu machen. Also das Gemüse ist dann über Jahre hinweg haltbar, wenn man es danach kühl stellt. Und vor allen Dingen braucht es keinen Strom. Es braucht nur Wasser, wenn möglich Salz, ging es aber auch ohne Salz. Gelingt vielleicht dann auch nicht immer, aber es geht. Weil wichtig ist eigentlich, dass das Gemüse beim Milchsauervergären unter der Wasseroberfläche bleibt, damit es, also es darf kein Sauerstoff dran. Also was auch wichtig ist im fermentierten Gemüse, und da eignet sich natürlich
Biogemüse besonders gut, weil halt keine Pestizide eingesetzt werden, keine künstlichen Dünger. Aber es sind jede Menge Mikroorganismen dran, gesunde Mikroorganismen. Und die können sich so weiterentwickeln, dass das eigentlich ein super Probiotikum für unseren Darm ist, für unseren Körper. Und das Gemüse oder beziehungsweise durch diesen Fermentiervorgang sich noch Vitamin B12 bildet. Und Vitamin B12 ist eben eins der wichtigen Vitamine, die der Körper für verschiedene Vorgänge im Körper braucht. Aber es soll ja hier mehr ums Fermentieren gehen. Ich wollte nur ein kleines Vorwort dazu geben. Und ja, das war es erstmal. Und jetzt zeige ich euch die Videos, die ich jetzt dann gemacht habe und zusammengeschnitten habe und wie ich das fermentiert habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss! Also das habe ich schon geputzt hier. Und so hat es vorher ausgesehen. Also man sieht, das sind dunkle Stellen, die muss man gut abschneiden. Das sind insgesamt zwei solche von diesen großen Kisten. Und ich nehme natürlich auch die Blätter mit rein. Und man kann den Strunk auch nehmen. Den habe ich sonst immer weggeschnitten. Und das ist so wertvoll, weil da eben auch viele Nährstoffe enthalten sind. Und gerade beim Fermentieren, das schmeckt hervorragend. Wenn die so ungefähr 3 Wochen fermentiert sind, dann schmeckt es wirklich hervorragend. So, und weil ich nur 2 Hände habe und die brauche ich jetzt zum Weiterfermentieren, damit das gute Gemüse auch noch verwertet werden kann und nicht für die Biotonne nur noch zu verwenden ist. Oder beziehungsweise dort am Hof würden es dann wahrscheinlich die Schweine zu essen bekommen. Aber so kann man wirklich noch was Gesundes, Wertvolles herstellen. Und das wollte ich euch einfach mal nahelegen. Viele hätten den Strunk vielleicht dann als Bioabfall gesehen und weggeschmissen, weil ich musste doch ganz schön viel wegschneiden, weil das halt so viele braune Stellen hat. Aber wie ihr seht, ist der so noch einwandfrei. Und diesen Strunk, den schneide ich noch in mundgerechte Stücke. Dann kommt er hier rein, in diesen Eimer, der speziell nur eben für Fermentiertes oder für Gemüse bei der Solawi ist. Und da schneide ich dann dieses gesäuberte Gemüse rein. Und wie ihr seht, ich bin ja noch nicht ganz so weit, aber man kann doch einiges davon noch wirklich verwerten. Es ist nicht toll und ich muss wirklich sagen, dass mir das Spaß macht. Also ich kann so körperlich nicht allzu viel machen, aber so habe ich auch das Gefühl, dass ich eben für die Gesellschaft noch einen guten Beitrag leisten kann. Das kann ich hier in Ruhe im Sitzen machen, keiner drängelt mich. Und ich weiß, dass das ein wertvoller Beitrag für eine Gemeinschaft ist. Der milchsaures Gemüse mag, der wird sich da vielleicht drüber freuen. Und ich freue mich, dass ich dieses Gemüse noch retten kann, dass Mutter Erde trotz dieser starken Hitze uns noch Lebensmittel schenkt. Das ist wirklich eine Hochleistung dieses Jahr gewesen. Und auch ja, von unseren Landwirten, die versuchen, möglichst achtsam, respektvoll und mit Würde, also mit Würdigung, das Land und die Tiere zu pflegen und zu hegen, damit wir am Schluss dann was zum Essen haben. Und das ist, glaube ich, also ich kriege das ja mit, wenn ich öfter mal am Hof bin oder am Acker hinten zum Kräutersammeln, dann bekomme ich mit, wie schwierig diese Verhältnisse sind. Claudia hält sich da meistens sehr bedeckt, aber ich weiß, wie sehr ihr das zu schaffen macht. Da wirklich möglichst noch wirtschaftlich zu handeln, damit auch wirklich alle Solawi-Mitglieder versorgt sind, eine Grundversorgung haben. Ja, und genau wegen solchen Sachen mache ich das, weil ich
mir wäre es zu schade, also ich hätte kein gutes Gefühl, wenn das jetzt einfach alles weggeworfen werden würde, wo man doch noch so viel machen kann damit. So, jetzt habe ich knapp 2 Eimer Brokkoli und Blumenkohl geputzt. Das ist jetzt von diesen 2 Kisten übrig geblieben, aber ich finde, es ist doch eine ganze Menge, fast 2 Eimer voll. Und das ist jetzt sozusagen wirklich für den Kompost. Teilweise konnte man es dann nicht mehr nehmen, weil es dann doch zu viel braune Stellen hatte. Oder ja, der hier, der wäre mir jetzt hat. Da wäre fast nichts übrig geblieben, wenn ich den jetzt ausgeputzt hätte. Und ansonsten, oh, da habe ich noch was. Da habe ich noch was vergessen. Also den kann ich auf jeden Fall noch nehmen. So, jetzt gehe ich mit den 2 Eimern zu den Steinguttöpfen, beziehungsweise vorher wasche ich das Gemüse noch einmal durch und dann fülle ich das in die Steinguttöpfe. So. Jetzt ist der Blumenkohl in so einen Gärtopf. Ich zeige den mal an der Seite. Also in solchen macht man ja auch Sauerkraut. Der ist jetzt gewaschen und ist ungefähr, also sollte noch ein paar Zentimeter unter dieser Abknickung sollte das befüllt werden, damit ich diese Gewichte noch reinbekomme. Und diese Gewichte sind dafür da. Den muss ich jetzt gleich mit 2 Händen da reinlegen. Die sind dafür da, dass das Gärgut, also das Fermentiergut, in dem Fall der Blumenkohl, unterhalb des Wassers bleibt, das ich jetzt dann gleich noch auffülle. Beim Sauerkraut ist es ja so, man gibt Salz zum gehobelten Kraut und knetet es, lässt es, also in großen Mengen stampft man das so doll, dass sie eben Saft austritt und dieser Saft einfach das Kraut bedeckt. Da muss man eigentlich kein Wasser dazu geben. Aber bei anderen Gemüsesorten, da müssen wir Wasser als Hilfe dazu geben, weil da nicht so viel Wasser austritt. Also das würde vielleicht ein bisschen funktionieren, aber nie so, dass es das Gemüse bedeckt. Und deswegen mache ich eine Salzlauge. Und zwar sind es 2% von der Menge an Wasser, die ich nehme. Das würde jetzt dann heißen, bei einem Liter müsste ich 20 Gramm in etwa dazugeben. Es sei denn, es sind so weiche Gemüse wie Gurke zum Beispiel. Bei Zucchini habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Oder hauptsächlich bei Gurken. Und bei Paprika, da müsste man vielleicht 4% nehmen, also etwas mehr. Und dann kommt es nämlich auch darauf an, wenn recht schwüles Wetter ist, vielleicht auch etwas mehr Salz zu nehmen. Und es kann auch sein, dass es sehr schnell umkippt. Also je nachdem, wenn so Gewitterstimmung ist. Hatte ich nämlich letztes Jahr auch oder vorletztes. Da ist mir es dann wirklich verdorben. Das kann halt einfach passieren. Ist ja ein natürliches Lebensmittel. Und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Also das fällt mir jetzt nicht mehr ein, was ich noch sagen wollte. Ich werde jetzt erst einmal den Stein mit reinsetzen und dann mache ich diese Salzlauge fertig. Und bis gleich. So, wie ihr seht, ist jetzt Wasser ziemlich bis, also ein bisschen über diese Kante. Das waren jetzt ungefähr 4 Liter und deswegen habe ich um so circa 80 Gramm Salz dazu. Also ich habe dann eine Lauge angerührt. Es kann kaltes Leitungswasser sein und entweder Himalaya-Salz oder Steinsalz. Man kann auch Meersalz verwenden. Also wie man sehen kann, habe ich jetzt noch unterm Rand Wasser. Und das ist jetzt ein Salzsud gewesen. Es waren etwa 4 Liter.
die ich mit 80 Gramm Salz angerührt habe. Also man kann Himalaya-Salz, Steinsalz, Meersalz nehmen, was man möchte. Raffiniertes Salz oder also dieses typische Tafelsalz würde ich jetzt nicht unbedingt dafür nehmen. Dann gibt es hier diese Wasserrinne und die ist dafür, dass eben Gase zwar entweichen können, aber kein Sauerstoff rein, und das ist halt wichtig. Was auch wichtig ist, ist, dass hier an der Wasseroberfläche keine Gemüsestücke schwimmen, denn die könnten schimmeln. Was öfter passieren kann, wenn man mal nachgucken will und macht den Deckel auf, der jetzt dann da drauf kommt, das ist die Karmhefe. Und diese Karmhefe ist aber kein Schimmel. Der schützt eigentlich nur also das Gemüse unten drunter. Also das ist immer noch verwendbar. Wenn Schimmel dran ist, eben nicht. Jetzt mache ich dann die anderen anderthalb Eimer noch. Es ist noch oder einen Viertel Eimer. Die mache ich dann in die nächsten Gärtöpfe. Und in circa 21 Tagen, also kommt auch immer auf die Hitze an. Das kann jetzt circa 3 Wochen dauern, also 2 bis 3 Wochen, dann ist das Fermentierte fertig. Man kann das länger stehen lassen und man sollte es dann aber erst bei Zimmertemperatur, also bei warmen Temperaturen stehen lassen. Das sorgt für einen guten Fermentierprozess, und danach eher kühl stellen. Das verlangsamt den Fermentierprozess, aber es fermentiert weiter. Und je weiter es fermentiert, umso milchsaurer wird das Ganze. Aber es ist eigentlich ewig, also kühl gelagert, dann ewig haltbar. Also da gibt es eigentlich, das kann man über Jahre halten dann. Ja, das war's erstmal. Ich zeige euch gleich noch die Gläser, in denen ich für mich privat mein Gemüse fermentiere. Und wie man das machen kann, und dann verabschiede ich mich bei euch. So, wie ihr seht, da ist jetzt auch Blumenkohl und Brokkoli drin, und das habe ich eben auch mit so einer 2%igen Salzlösung angesetzt. Ich habe also erst das Gemüse geputzt, geschnitten und dann ins Glas, also ziemlich gepresst, also dass da möglichst wenig Luft dazwischen ist, und gießt es eben auf. Also ich habe mir da schon was entnommen, deswegen ist das Glas nicht ganz voll. Also ich fülle das dann ziemlich weit mit Wasser auf, also mit dieser Salzlauge. Also ich habe dann diese Weißkrautblätter, und die lege ich dann quasi als Schutz, damit dieses kleine Gemüse, die kleinen Gemüsestückle eben nicht nach oben schwimmen. Die drücke ich dann eben mit drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe hier als Beschwerung dann noch so ein Glas mit Wasser gefüllt und oben drauf gesetzt. Also als Gewicht quasi. Man könnte auch Glassteine nehmen. Oder wenn man kleinere Glasdeckel hat, also kleiner wie die, dass die durch die Öffnung passen, das könnte man auch als Beschwerung nehmen. Also man muss halt sehr erfinderisch sein. Man könnte auch Zitronenscheiben oben drauf setzen. Das ist auch sehr gut für den Fermentierprozess. Man muss einfach schauen, dass man irgendwie das Gemüse gut unten hält. Und hier drüben habe ich zum Beispiel Tomaten, weil es dann so viele waren. Und das ist ein Nachtschattengewächs und enthält einen Stoff, den vielleicht Histaminintolerante nicht so gut vertragen. Und jetzt habe ich letztens da bei so einem Kurs übers Fermentieren gelernt, dass Tomaten, wenn sie fermentiert sind, für Histaminintolerante besser zu vertragen wären. Ich probiere das jetzt mal aus. Hier habe ich auch eine 2%ige Lake genommen und habe ein bisschen Knoblauch dazu. Der macht sich auch immer ganz gut im Fermentierten. Und bei mir hat es da noch nicht so richtig begonnen mit dem
Und mit dem Blubbern, also normalerweise, steigen dann eben Bläschen auf und Schaum. Es kann also sein, dass da oben an diesem Gummi, weil das ist ja nicht luftdicht abgeschlossen, es soll einfach nur ein bisschen als Barriere dienen, dass eben keine Luft rein kann und die Gase entweichen können. Und dann kommt da manchmal so richtig, wenn es hoch genug ist, die Lake, dann kommt da so richtiger Schaum raus. Die Lake wird milchig, also das ist alles normal und das zeigt eigentlich nur an, dass es lebendig ist und gut arbeitet. Also wie ihr seht, habe ich da ganz einfache Weggläser genommen. Man kann es auch mit Schraubdeckel probieren, aber da muss man immer aufpassen, ob Metall damit in die Nähe kommt, dann oxidiert es. Also ich bin am besten gefahren mit diesen Weggläsern. Die habe ich auch gebraucht gekauft, dann sind sie nicht ganz so teuer. Also wenn man sich welche anschaffen möchte, nur für diesen Zweck, da gibt es oftmals bei Haushaltsauflösungen oder im Gebrauchtwarenhandel. Also man hat dann oftmals Glück und kann sich da vor allen Dingen diese großen Gläser mehrfach zulegen. Ja, ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr seid inspiriert, euer eigenes fermentiertes, gesundes Gemüse herzustellen und habt vielleicht jetzt eine Idee, was ihr mit dem Gemüse macht, was euch vielleicht manchmal zu viel ist oder auch wenn im Depot was übrig bleibt. Das ist eine schöne meditative Arbeit, die man vielleicht auch als Gruppe miteinander machen kann. Macht total Spaß. Habe ich letztens mit anderer Sache, weil wir ja fürs Hoffest Depot Offenbau ja auch eine Idee haben. Also weil wir ja vor Ort sind, haben wir uns überlegt, eben Kräuter zu sammeln. Mehr verrate ich nicht. Und ja, das einfach Spaß macht miteinander. Ja, für die Gemeinschaft was zu tun. Und ja, da könnte ich mir eben vorstellen, dass solche Sachen wie Gemüse, das übrig ist, dass man das auch so verarbeiten kann. Oder vielleicht habt ihr eine andere Idee, dann lasst uns doch einfach wissen. Okay, das war's. Viel Spaß beim Nachmachen und viel Freude beim Essen vom Blumenkohl. Und vielleicht denkt ihr dann mal an das Video, wie es verarbeitet wurde, wenn ihr dann den Blumenkohl bei euch im Depot habt und davon naschen könnt. Tschüss, eure Bianca.